So, ich habe lange nicht mehr aufgenommen. Wir sind wahrscheinlich jetzt beim Kartentisch ein bisschen fertig geworden. Können wir gleich die nächsten Aufträge losschicken. Ich habe jetzt bestimmt schon 2 Wochen nicht mehr aufgenommen. Und es dauert wieder so lange. Doch, da. König Markus Pentagast. Sehr interessant. Machen wir jetzt Sojen. Ich weiß gar nicht, wir könnten eigentlich was Kleines nehmen. Ja, das ist doch ganz gut. Dann wollen wir doch mal sehen. Die rote Jenny, die ist schon ein bisschen mehr. Ich weiß ja nicht, was jetzt als nächstes auf Inquisitor. Plan steht. Ich habe heute wieder einen Frosch im Hals. Na, 10 Minuten. Na, das ist ein bisschen zu wenig. Okay. Die Himmelsfeste scheint deutlich sicherer zu sein als Haven. Nur wenn wir genügend Leute haben, um sie zu verteidigen. Solange das nicht gegeben ist, ist ein Ort wie dieser nutzlos. Ach mein Gott, habe ich denn hier nichts, was ich eben benutzen kann? Okay, doch. Nun denn. Nun denn. Oh, ich glaube das letzte. Was wir machen sollten. Ich glaube, das mit Dorian. Ja, das war das letzte, glaube ich. Ich glaube, dann mache ich, ja, wenn ich jetzt die Hinterlande fertig mache, das bringt ja eh nichts. Wir müssen da ja sowieso nochmal zurück wegen dem Drachen ab Level 14. Könnte ich das ja auch eigentlich erst dann machen. So, jetzt bin ich wieder voll und ganz da. Für sie birgt der Schleier keine Ungewissheit, was? Und sie kennt keine Angst vor dem Tode? Was? Wer lästert denn hier schon wieder? Wo kommen diese Steine her? Irgendwie wird noch aufgebaut. Ah, es wird noch aufgebaut. Hä? Ach nee, das muss aber mal sauber machen hier. Mutter Giselle noch ein vollendetes sagte, Werk von uns, wie auch immer sie genannt direkt in etwas ein. Kann sein. Je weniger er also tut, desto realer ist er. Oh. Aber alte Götter, Erzdämonen. Kann ich schon wieder jetzt hier über jemanden bestimmen? Was macht sie denn deine Wand? Bürgermeister Gregory Dedrick aus Kamwald ist hier, um sich für den Verrat an den Bewohnern seines Dorfes zu verantworten. Er hat gestanden, vor 10 Jahren Alt-Kamwald überflutet zu haben, um mit der Verderbtheit infizierte Flüchtlinge und Dorfbewohner zu töten. Der Bürgermeister behauptet, er habe es getan, um den Rest von Kamwald zu retten. Allerdings ist seiner Aussage alles, was wir haben. Falls der Bürgermeister irgendetwas zu seiner Verteidigung zu sagen hat, kann er jetzt sprechen.
Es gibt keine Heilung für die Verderbtheit. Und doch konnte ich niemanden davon überzeugen, ein krankes Kind oder einen Ehemann zurückzulassen. Also habt ihr die Erkrankten an einem Ort zusammengetrieben und Alt-Kammwald überflutet? Und dabei sind keine Unschuldigen ums Leben gekommen? Beinahe jeder im Dorf war von der Verderbtheit infiziert. Ich schwöre es euch. Habt Gnade. Ich konnte den Überlebenden nicht erzählen, dass ich ihre Familien ertränkt habe, um sie zu retten. Ich konnte es einfach nicht. Ach komm. Ihr habt hinsichtlich eures Verbrechens 10 Jahre lang gelogen und seid dann, nachdem ihr eure Schuld eingestanden habt, geflohen. Für diesen Versuch, euch der Gerechtigkeit zu entziehen, werdet ihr aus Ferelden verbannt. Ich glaube nicht, dass die Krone etwas dagegen hat. Ich wusste, euer Auftauchen würde auf die eine oder andere Weise das Ende bedeuten. Hätte ich dich lieber köpfen sollen, du Arsch? Oder im Kerker werfen? Für immer? Ist auch nicht gerade schön. Noch was? Nein. Okay. Dann. Ja, jetzt müssen wir das mit Dorian kommen, oder? Gleich mal gucken. Ja, die Sturmküste haben wir noch gar nicht aufgeräumt. Hinterlande wäre jetzt noch blöd. Fallbruch haben wir alles fertig. Das ist schon mal gut. Nee, das machen wir später. Dafür, dass wir jetzt erstmal ja, Dorian. Wir gehen jetzt. Wir erledigen das jetzt erstmal mit Dorian. Dafür nehmen wir auch nur den mit. Muss ja sonst niemand anders dabei sein. Himmelszorn. Oh, meine Stimme geht total weg. Heute dauert es wieder besonders lange mit dem Laden. Aber lange Zeit nicht an. Da merkt man das sofort dran. Ich bin gerade am Überlegen, sollen wir den mit seinem Vater versöhnen lassen oder nicht? Ich weiß nicht. Eigentlich auf eine Art ist es ja schön, wenn man sich mit seinem Vater wieder versteht, ne? Mal sehen, ob hier irgendwas zu finden ist. War ja rein theoretisch, aber haben wir das denn schon, dass wir das öffnen können? Mit denen da? Oder sie? Ich weiß nicht, was das ist. Haben wir? Wann habe ich denn das gemacht? Wo ist denn Dorian? Da, da. Aha. Okay. Ja, toll. Das hat es ja vollgebracht. Wir werden
werden uns der Inquisition in Kürze anschließen, euer Gnaden. Ja, dann komm mal her. Dann komm mal. War ein langer Tag. Der Inquisitor hat den Krieg zwischen den Magiern und Templern beendet. Wir werden uns der Inquisition in Kürze anschließen, euer Gnaden. Danke für alles, was ihr getan habt. Du ständig damit anfangen. Die Magier sind alle damit beschäftigt, der Inquisition zu helfen. Wer sollte dich da auswählen, wenn deine Magier wird? Wer würde für deine Sicherheit sorgen? Oh, ich verstehe. Das ist nicht wahr. Jetzt muss ich wieder etwas rausschmeißen. Ach, wie geht das so? Oh Gott. Ah. Malika-Schutz? Was ist das denn für ein Ding? Nehmen wir das doch. Ach, nur Kohl. Warum wurde es mir dann gerade angezeigt? Sehr interessant. Oh, da kann ich auch nichts. Was kann ich denn da? Ja, komm. Hallo. So. Darüber reden, Mutter. Wenn ich ein Magier bin, muss ich lernen, wie ich mich gegen die Dämonen verteidige, die mich in meinen Träumen angreifen. Sieh dich doch mal um, du dummer Junge. Hier draußen gibt es schon genug Dämonen, die uns angreifen. Ich weiß gar nicht, wer da redet. Kannst du gar nicht unterscheiden. Inquisition in Kürze anschließen, euer Gnaden. Danke für alles, was ihr getan habt. Bitte, mein Sohn, sag nichts. Lass die Träume einfach nur Träume sein. Du weißt, ich werde dich immer lieben. Was geht denn hier los mit den Leuten, ey? Alle Söhne wollen abhauen von zu Hause. Blackwall. Tom Rinier. Ich glaube, wir lassen ihn mit seinem Vater, also sich mit seinem Vater verbünden. Obwohl. Oh oh, hier ist niemand. Das verheißt nichts Gutes. Dorian. Vater. Diese ganze Geschichte über den Bediensteten der Familie war also nur... Was? Ein Vorwand? Man hat es dir also erzählt. Bitte entschuldigt, dass ich euch getäuscht habe, Inquisitor. Es war nie meine Absicht, euch in diese Sache mit hineinzuziehen. Natürlich nicht. Magister Pavis könnte unmöglich in die Himmelsfeste kommen und sich mit dem Inquisitor sehen lassen. Was würden die Leute denken? Was genau ist das hier, Vater? Ein Hinterhalt? Eine Entführung? Ein herzliches Familientreffen? So war es schon immer. Angesichts der Tatsache, dass ihr gelogen habt, um ihn hierher zu locken, hat Dorian jedes Recht darauf, wütend zu sein. Und dabei kennt ihr noch nicht mal die ganze Geschichte. Aber vielleicht solltet ihr sie erfahren. Dorian, es gibt keinen Grund. Ich bevorzuge die Gesellschaft von Männern. Mein Vater missbilligt das. Dem Vater scheint das auch immer noch sehr, sehr peinlich zu sein. Die Gesellschaft von Männern, ja, muss ich das eigentlich fragen? Ich meine, das kann sich jeder denken, ne? Dann wird Dorian auch immer ein bisschen wütend. Dann ist das in Tevinter ein großes Problem? Nur wenn man versucht, unmöglichen Maßstäben gerecht zu werden. Die Familien Tevinters heiraten untereinander, um den perfekten Magier zu destillieren. Mit perfektem Körper und Verstand, dem perfekten Anführer. Das heißt, dass jeder vermeintliche Makel, jede Abweichung vom Ideal abartig und beschämend ist. Und so etwas muss verborgen werden. Nee. Ist das etwa alles, worum es hier geht? Mit wem ihr schlaft? Das ist nicht alles, worum es hier geht.
Dorian, bitte hör mir doch einfach zu. Warum? Damit du noch mehr hübsche Lügen verbreiten kannst? Er lehrte mich, Blutmagie zu hassen. Der Ausweg des schwachen Geistes, das sind seine Worte. Aber was war das Erste, was du getan hast, als sich dein kostbarer Erbe weigerte, den Rest seines Lebens als Heuchler zu verbringen? Du hast versucht, mich zu ändern. Ich wollte nur das Beste für dich. Du wolltest das Beste für dich? Für dein verfluchtes Vermächtnis? Dafür würdest du alles tun. Lasst das nicht so stehen, Dorian. Ihr würdet es euch niemals verzeihen. Erzähl mir, warum du hier bist. Hätte ich gewusst, dass ich dich der Inquisition in die Arme treiben würde? Das hast du nicht. Ich habe mich der Inquisition angeschlossen, weil es das Richtige ist. Ich hatte einst einen Vater, der das gewusst hätte. Ich hatte einst einen Sohn, der mir vertraut hat. Doch ich habe dieses Vertrauen missbraucht. Ich wollte nur mit ihm reden, um wieder seine Stimme zu hören, um ihn zu bitten, mir zu verzeihen. Familie, ne? Eigentlich ist es schön. Muss er sich wieder vertragen. Er sagt, wir wären uns ähnlich. Wir wären beide zu stolz. Es gab eine Zeit, da wäre ich überglücklich gewesen, diese Worte von ihm zu hören. Jetzt bin ich mir da nicht mehr so sicher. Ich weiß nicht, ob ich ihm verzeihen kann. Er hat versucht, euch zu ändern? Er war verzweifelt. Ich wollte mich nicht verstellen und irgendein Mädchen heiraten, um alles Anstößige hinter verschlossenen Türen zu halten. Wie selbstsüchtig von mir, dass ich keine Lust hatte, den Rest meines Lebens innerlich zu schreien. Also wollte er ein Blutritual durchführen, meinen Geist verändern, mich akzeptabel machen. Ich fand es heraus und bin gegangen. Könnte Blutmagie so etwas tatsächlich bewirken? Möglicherweise. Ich hätte aber auch als sabbernde Hülle enden können. Die Vorstellung, dass er bereit war, ein solches Risiko einzugehen, nur um einen Skandal zu vermeiden, hat mich krank gemacht. Ein Teil von mir hat immer gehofft, er würde es nicht wirklich darauf ankommen lassen. Aber falls doch, ich kann mir nicht einmal vorstellen, wer ich dann heute wäre. Ich hätte diesen Dorian nicht gemocht. Ich auch nicht. Geht es euch gut? Nein, nicht wirklich. Danke, dass ihr mich dorthin gebracht habt. Es war zwar nicht das, was ich erwartet hatte, aber doch zumindest etwas. Beim Erbauer, was müsst ihr nur von mir denken, nach so einer Vorstellung? Um ehrlich zu sein, denke ich, dass ihr mir etwas vorgemacht habt. Ah, die Tendeleien. Ihr seid eine bemerkenswerte Frau, Inquisitor. Und ich meine das absolut positiv. In einem anderen Leben, ich wollte euch nicht beleidigen. Wenn es euch lieber ist, höre ich damit auf. Da bin ich immer so da hin und her gerissen. Ich mag Tendeleien oder wir können Freunde sein. Ich habe mir ja nicht wirklich Hoffnungen bei ihm gemacht, ne? Also von daher, also das ist mit dem schwulen Flirten so total süß. Ihr wollt damit aufhören? Wagt es ja nicht. Euer Wunsch ist mir Befehl. Wie auch immer, es wird Zeit, dass ich mich bis zur Besinnungslosigkeit betrinke. Das ist heute genau der richtige Tag dafür. Leistet mir doch irgendwann mal Gesellschaft, wenn euch der Sinn danach steht.
reden? Wer hätte gedacht, dass wir uns hier begegnen? Ich sollte gehen. Ich sollte gehen. So, jetzt lass mich da runterspringen. Einmal noch. Hallo. Oh, das ist ja langweilig. Wir unterhalten uns. Jetzt. Liebes. Oh. Wir unterhalten uns später. Das brauche ich ab und zu. Ein Soulstroke. Inquisitor? Mhm. Wo gehen wir denn jetzt hin? Ich muss überlegen. Boah, rein theoretisch müsste ich sehr viel an der Sturmküste machen. Ah, komm, wir machen das auch. Ja, wen nehmen wir denn jetzt mit überhaupt? Ja, komm, machen wir das mal so. Das ist bestimmt lustig. Zwei Magier, zwei Schurken, überhaupt kein Krieger. Ich wechsle immer so hin und her zwischen, also Solus ist eh immer dabei und dann ab und zu packe ich Sarah dabei, mal Dorian, mal den Bullen. Immer mal wieder was anderes. Könnte euch interessieren, ja, Sir. Ja, das wollte ich auch gar nicht machen. Hallo, 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 hallo. Inquisitor, es gibt neue Entwicklungen. Das... Wie geil ist das denn? Das müssen die Banditen sein, die Harding erwähnt hat. Steht nie auf. Ich bin dick. Sieht nicht mal das andere Ufer. Das ist weit. Oh, können wir von dem Wasser nicht wegbleiben? Ich bin jetzt schon seekrank. Stirb! Ne. Wir haben nichts dabei. Und doch, da hinten mal eine Höhle. Wir müssen da rein, weißt du? Wir haben nichts Besseres zu tun, als da reinzugehen. Ja, super. Inventar voll, ich hätte vorher verkaufen sollen. Schon wieder am Arsch treten.
das ist hier aber auch nicht drin. Stehen hier schon wieder welche? Ich höre hier was. Ich höre hier was. Ein Studium Kammlad, ich will lieber eigentlich die Himmelsfeste aufbauen. Meine Begleiter reden überhaupt nicht miteinander. Schlechte Kombi. Könnten wir aber. Ach, theoretisch könnten wir das ja noch. Da läuft noch was rum, da läuft noch was rum, da läuft da. Schreit er. Ganz Joystick wackelt. Was? Wo soll denn das da sein? Hier ist nix. Wahrscheinlich oben. Der meint wahrscheinlich oben. Weil hier ist überhaupt nichts. Können wir das Licht überall hier schön anmachen. Her. Hey! Mach! Fort mit dir!
Riesenspinnendrüsen, die brauchen wir. Ich weiß zwar nicht mehr wofür, aber wir brauchen die. Ja, jetzt sehen wir ein richtig schönes Spektakel. Tada! Ich bin unsichtbar. Wir Dragon kämpft mit einem Riesen. Ich weiß nicht, was Riese auf Englisch heißt. Das Geile ist ja auch, dass er die ganze Zeit nur brüllt und erst wenn wir da hinkommen, fangen die richtig an zu kämpfen. Da geht schon wieder was spazieren. Ja, wer hat mehr Kraft? Eigentlich der Drache. Wir müssen jetzt erstmal hier die dunkle Brut fertig machen. Noch hat sie uns nicht gesehen. Was komisch ist. Dass sie uns noch nicht gesehen hat. Wir sind ja nicht gerade unauffällig. Wow, wenn wir zusehen, ja? Boah, wird schon wieder kalt. Ich weiß nicht, aber wir könnten es versuchen. Komm mal einer mit. Wer ist tot? Ich kann es nicht sehen. Historian? Den muss ich retten. Achso, mach Tode schon. Alles klar. Nein, mach mich nicht platt. Mach mich nicht platt. Okay. Ja, das tut weh. Ja. Komm, ich krieg. Haben wir, was haben wir denn da? Nichts Schönes. Aber hat Punkte gegeben. Das ist eigentlich das Wichtigste.